Ja. Und da wurden wir geblockt, nur die Runde nehme ich mit rein. Da habt ihr es gesehen. Ich habe mich gesneakt und mein Block wurde weggeglitscht. Herzlichen Glückwunsch geht ans Gommer-Team raus. Geistige Behinderung. Murder on call with the fight now. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Body's fucking sailor than every night. Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Hack. Mal wieder mit Xave, weil sich das auch teilweise gewünscht würde. Naja, über Zeit wurde sich das gewünscht, so über die letzten paar Monate, wo ich damit nicht gespielt habe. Und ich habe damals nicht mehr mit dem Client gespielt, weil er einfach keine Updates mehr bekommen hat. Ich glaube, er hatte keine Zeit oder er hatte keine Lust. Oder beides, kann auch sein. Auf jeden Fall einer von den drei Sachen war es. Und inzwischen hat der Client mehrere Updates sogar schon bekommen in der Zeit, wo ich damit dann auch nicht mehr aufgenommen habe. Und inzwischen ist er wieder richtig gut, finde ich zumindest. Ich meine, gut, er war, denke ich mal, immer richtig gut, war halt nur outdated für GOM und so, weil er keine Lust hatte. Und ich habe auch schon auf dem Account hier so um die halbe Stunde gespielt und habe noch immer kein Autobahn. Allein daran merkt man schon, dass der Client vielleicht ein bisschen besser als andere ist. Und ja. Oh, ich dachte gerade tatsächlich, ich sterbe irgendwie noch wegen der Diabrustplatte. Bei Legends ist das immer so fragwürdig, wie viel Leben die dann noch haben mit einer Diabrustplatte, weil manchmal halten die einfach viel zu viel aus, aber naja. Mal gucken, wie schnell wir da hinterherkommen. Ich würde da schon eher ein paar mehr Kills haben wollen. Oh, ist ein Team. Oh, jetzt ist wohl leider kein Team mehr. Und ich wollte gerade schon sagen, wo ist der letzte, aber so schnell ist es dann vielleicht doch auch nicht vorbei. Da oben und rechts. Niemand in meiner Nähe natürlich. Sind die am Team? Ja, wird's wenigstens noch ein bisschen spannender. Wenigstens etwas. Na? Und ich habe tatsächlich nicht Xav von The Xant am Anfang gesagt. Und ich weiß nicht warum, weil ich hatte mir das so angewöhnt. Ich hatte gerade auch schon mal einen anderen Aufnahmeversuch, da habe ich das auch gesagt. Und ich habe das wahrscheinlich sonst immer gesagt, aber dieses Mal habe ich es irgendwie nicht vergessen, sondern ich habe es wirklich nie geschafft, nicht zu sagen. Ist auch sehr gut. Die letzten beiden sind auch wieder im Team, sieht man so vielleicht daran, dass sie in einem Clan sind. Ich sehe nur leider nicht, wo sie sind. Die sind nämlich mal jetzt nebeneinander. Der Client hat übrigens auch einen Long Jump. Kann ich hier gerade auch mal ganz gut verwenden. Okay, so vielleicht nicht. So, aber. Na? Macht Spaß? Ja, glaube, macht ihm Spaß. Übrigens, warum ich hier gerade geblockt habe, das ist das TNT-Block-Modul. Das blockt ja den Schaden ab, wenn man blockt. Und ich habe ziemlich oft blocken gesagt. Geh halt down. Das meinte ich mit Diabrustplatten. Und wir sehen uns gleich in der Runde Bed Wars wieder. Wir können uns jetzt erstmal auf eine Menge Block-Glitches freuen, weil, wie ich ja schon in dem Video auf Revi angesprochen habe, beziehungsweise in dem Video Gommers Inkompetenz, dank von einem Tipp von einem Genie, wenn man es mal so ausdrücken darf, kann man nicht mehr ohne zu sneaken sich bridgen, beziehungsweise Safe Walk wird detected, wenn man am Ende vom Block einen Stopp macht. Das gewinnen wir, schreibt er. Da könnte er vielleicht recht haben, aber ich glaube, er weiß nicht, dass wir nur wegen mir gewinnen, aber naja. Kurz mal Blöcke holen. Ich werde einfach ein bisschen beim Bauen sneaken und deshalb wird das dann trotzdem dann funktionieren. Zumindest sollte es, weil es mich dann nicht mehr als Hacker detekten sollte. Aber wie ich den Server kenne, werde ich trotzdem Block-Glitches bekommen, weil warum nicht, ne? Und nein, der Client hat übrigens noch keinen Scaffold Walk für Gomma. Er hätte einen haben können tatsächlich, aber der wäre dann nicht self-coded gewesen. Für die ganzen Genies, die übrigens auch davon ableiten, dass ich in dem Video kein Dings hatte. So. Das sollte doch sneaken genug sein für den Server. Ja, das sollte eindeutig sneaken genug sein. Wenn ich jetzt tatsächlich so runtergefallen wäre, dann, keine Ahnung, dann hätte ich mich wahrscheinlich ein bisschen mehr aufgeregt. Was geht? So. Der hat irgendwie nicht so Bock auf mich. Die haben alle nicht so Bock auf mich. Ich will da halt auch nicht zu weit mich rüberbauen, dass sie mich runterschmeißen können. Okay. Scheiße, tut mir leid, dass das wahrscheinlich gerade in euren Ohren ein bisschen wehtat, weil das ein bisschen laut war, aber war leicht witzig.
Teams. Alter, wie hoch sich Team Gelb baut. Was ist los mit denen? Oh, ich dachte gerade, ich fall runter. Das wäre schon wieder so traurig gewesen. Junge, nein. Ich hätte gerade schon wieder fast so einen Anfall bekommen. Und wenn jetzt einfach jemand auf uns zukommt. Und nochmal, ja. Wunderschön. Könnt mir alle hart meine Eier lecken. Tschüss. Den letzten holen wir einfach mal noch, weil Knockback-Stick. Ich weiß übrigens nicht, vielleicht sollte ich sogar geautobannt werden. Ich habe meine Velocity-Einstellungen noch nicht so viel mit rumgespielt, weil ich in der Zeit, wo ich gar keine Autobans bekommen habe, vergessen das Modul anzumachen, weil ich hauptsächlich nur Survival Games gespielt habe. Find's aber einfach schon wieder witzig, wie Leute halt echt meinen, dass das Anti-Cheat so gut ist, dass man unmöglich länger als 10 Minuten drauf spielen kann. Und bei einem Private Client man locker mit einer Stunde ohne Autobans spielen könnte, aber wirklich ohne Probleme. Und wir gehen nochmal zurück und kaufen uns Blöcke, habe ich mich gerade so entschlossen. Unser Bett existiert, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Team ich bin. Team Blau, ja, finde ich gut. Wenigstens etwas. Hätte ja auch eigentlich was anders sein können, so wie ich das gewohnt bin meistens. So, ein Schwert kaufen. Und noch eine bessere Rüstung. Ich weiß gar nicht mehr, was für Rüstung wir gekauft hatten. Ja, ist sogar besser, die wir jetzt haben. Dann hat es sich ja wenigstens noch gelohnt. So. Wir gehen einfach mal zu Team Rot, weil der Weg am wenigsten Krebs ist. Oh nein. Digga, kannst du aufhören? Du bist vor allen Dingen in meinem Team. Warum? Der hat ja mal so einen Cancer. Erstmal Panik kriegen, weil mich jemand aus dem... Oh nein. Der Typ schwitzt so sein Leben ab mit diesem Knockback-Stick. Wunderschön. Meine Teammates machen da ganze Arbeit, wie viele scheiß Pfeile hier rumfliegen. Würde ich gegen mein Team spielen, hätte ich gerade bestimmt was zerschlagen. Oh, die Aura ist ja nur Single-Target, bemerke ich gerade mal so, ne? Ich dachte gerade, ich würde da ein paar mehr Kills in weniger Zeit machen. So. Ja, wunderschön. Ich hab's hochgeschafft. Oh, lol. Gute Bed-Protection an der Stelle auch schon wieder. Ich hasse an der Map, dass man so richtig einfach, wenn man zum Bett hochgeht, runtergenockt werden kann. Ich hasse es wirklich so sehr. Alter. Es war niemand mehr hier und der drückt trotzdem... Oh nein, unser Bett ist down. Ich habe da so schlechte Erfahrungen mitgemacht. Beziehungsweise, ja, nicht normalerweise jetzt, sondern ich habe gerade schon eine Runde Bed Wars, beziehungsweise zwei aufnehmen dürfen. Wurde beide Male mit einem Knockback-Stick runtergeworfen. Man kann da einfach leider nichts machen. Ich könnte auch mit Zero Velocity spielen, aber dann habe ich keinen. Werde ich, denke ich mal, sogar Autoband und das ist halt auch nicht so gut. Lol. Guter Spieler an der Stelle gewesen. Save Focus an, gut. Oh, Junge. Ja, und da wurden wir geblockglitscht, nur die Runde nehme ich mit rein. Da habt ihr es gesehen, ich habe mich gesneakt und mein Block wurde weggeglitscht. Herzlichen Glückwunsch geht ans Gommer-Team raus, geistige Behinderung. Und genau das meinte ich. Vor allen Dingen meinte der Typ mir ernsthaft zu sagen, dass es keine Block-Glitches bei Legends gibt und dass ja nur meine Fans sind, die mir das nachsprechen würden. Ja, das sind bestimmt nicht die Leute, die einfach vom Gommer-Team genervt sind und wissen, dass der Server scheiße ist. Bis gleich. Und wie gesagt, wir haben funktionierende Scaffold Box. Ich spiele nur mit Xave, weil ich da Lust zu hatte. Und ich werde einfach morgen direkt mit einem Client aufnehmen, der einen Scaffold Walk hat, damit Leute nicht mehr sagen können, dass ich scheiße laber. Gomme ist scheiße. Sie lassen Legends glitchen und dafür gehen Scaffold Walks trotzdem genauso schnell wie damals durch und gar keine Probleme für Hacker, aber dafür Probleme für Legends. Ich musste mich gerade wie ein Legend bauen und daher habe ich Block-Glitches bekommen. Fühlt sich gut an auf jeden Fall.
Wir werden auf jeden Fall kein Bed Wars mehr diese Folge spielen. Ich gehe gleich, denke ich mal, einfach nach der Survival Games Runde noch in eine Runde Skywars und dann sollte ich eigentlich auch schon 15 Minuten zusammen haben. Und ja, es hat euch bis jetzt schon mal ganz gut gefallen, das Format gestern. Komischerweise haben sich Leute darüber aufgeregt, dass ich Legit gespielt habe, obwohl ich halt einfach nicht mal als Legit spiele. Diesen Smooth Aimer, den ich drin habe, ist einfach fast so krank wie Killer Aura. Es ist kein bisschen Legit, was ich spiele. Und wenn Leute sich wirklich darüber beschweren, dass ich ein bisschen mehr Legit spiele, einfach nur mit einem Freund zu spielen, der halt einfach nicht hackt, ist halt ein bisschen komisch. Vor allen Dingen war die Folge einfach total unterhaltend und ich habe die sogar noch ein bisschen geschnitten. Ich fand die Folge so qualitativ einfach viel besser als das meiste in letzter Zeit auf meinem Kanal. Zumindest in letzter Zeit. Ich habe ja schon mal viel mehr Zeit in Videos gesteckt, nur... Ich finde einfach keine Themen mehr, über die ich persönlich sprechen will. Ich habe zwar Themen, über die ich sprechen kann, so ist es nicht. Aber ich rede nur über Themen, wenn sie mich gerade persönlich aufregen oder halt interessieren. Beziehungsweise halt so sehr interessieren, dass ich dann darüber sprechen möchte. Und das ist bei sehr wenigen Dingen der Fall. Und daher kommt halt einfach auch nichts Aufwendigeres. Und alles, was ich so mit Gomme mache, kommt ja eh schon in Let's Hacks. Und ja... Du gehst jetzt auch noch down, hast wahrscheinlich richtig Spaß gegen mich. Oh, tragisch, wenn du anfängst, Bird zu spammen, aber ich leider Velocity anhab und wir sind dann gleich noch in der Runde Skywars. Das Witzige ist halt einfach noch, dass ich mich sogar noch mehr sneaker als Legend-Spieler, dadurch, dass ich halt hacke und mich nicht so oft sneaken muss. Und, beziehungsweise nicht so auf mein Block-Placement achten muss, halt, sneake ich einfach random und mache einfach sozusagen nur das hier. Ich spamme meine Shift-Taste. Das bedeutet, ich sneake einfach sogar noch mehr als Legits und werde trotzdem runtergebackt. Dann will ich gar nicht erst wissen, wie das bei richtigen Legits aussieht. Oh, wir haben Glide an, deshalb. Wie auch immer ich Glide an bekommen habe. Oh, da baut sich jemand zu uns rüber, dann warten wir natürlich, wenn er so freundlich ist. Wir lassen ihn einfach mal kommen. Wir sind so nett. Ich bin ja auch so einer, der davon genervt. Jetzt will er einfach nicht kommen. Junge, das ist ja mal so broken. Okay, ne, ich baue mich jetzt einfach nach oben. So, jetzt kann ich auch springen. Junge, der Typ war schon irgendwie so ein bisschen am gar nichts checken. Wir warten einfach mal kurz auf Autoarmor. Das wartet übrigens halt aus dem simplen Grund, weil der Macher vom Client zu faul ist, einen richtigen Check zu machen und deshalb einfach nur ein Delay eingebaut hat. Übrigens ist es tatsächlich, es ist zwar halt einfach faul, aber es ist halt trotzdem so einfach, das Autoarmor von Gomme zu bypassen. Und trotzdem haben sie es noch immer drin. Ich finde es so witzig. Alter! Was ist denn mit den Spielern heute los? Das ist ja... wir gehen einfach auf der Seite hier runter. Oh lol. Was haben wir eigentlich an, dass wir im Wasser nicht nach unten gehen? Sondern nur so gerade. Das ist aber nice. Das ist ziemlich nice kontrollierbar so im Wasser. Stirbt man eindeutig weniger. Hi. Oh, Dierschwert. Das gönne ich mir natürlich erstmal von dir. Ist sehr freundlich von dir, dass du mir das bringst. So. Die Runde wird eindeutig zu lange brauchen. Ich sehe das jetzt schon wieder kommen. Ich will aber nicht noch länger hochladen. Das macht eh eigentlich keinen Unterschied, weil ich in der Zeit eh schlafe. Aber ja. Außer natürlich, lad halt auch noch CSGO hoch, dann lade ich halt auch noch in der Zeit hoch, wo ich schon wieder aufgestanden bin. Und ja, es ist sehr spaßig, wenn man dann aufwacht und dann noch immer schlechtes Internet hat. Ich glaube, ich mache einfach mal kurz einen Cut, bis ich bei den Gegnern drüben bin. So, wir sind beim ersten Gegner. Der andere ist irgendwie inzwischen in der Mitte, hat sich, glaube ich, geenderpellt. Und warten einfach mal darauf, dass der hier runterkommt. Und gönnen uns dann seine schöne Diare. Wenn wir das tatsächlich überleben. Meine Fresse, das meinte ich übrigens mit Diarüstung in fucking Skywars.
Junge, hat der viel ausgehalten. Ich dachte ernsthaft eine Sekunde, ich sterbe. Deshalb war ich auch kurz still. Ich habe übrigens nicht, weil ich mich konzentriert habe, die Fresse gehalten, sondern einfach aus dem Grund, weil ich dachte, ich wäre schon tot und müsste nicht mehr weiter kommentieren. Das war so unglaublich, Cancer. Und wir haben natürlich keine Enderperle weiterhin. Ist natürlich tragisch. Wir gucken hier nochmal durch, ob hier irgendwo eine drin ist. Wäre nämlich schon mal um einiges... Und da haben wir eine. Ist das... Ist das eine Enderperle? Ja, das ist eine Enderperle. Sehr gut. Dann gehen wir mal damit in die Mitte. Ich mach kurz wieder einen Schnitt. So. Das sind zwar ähnlich die letzten LOL! Die brennen gerade die ganze Mitte ab. Topkick, Alter. Wir perlen uns einfach mal genau neben den Typen. Na? Öfter hier? Eigentlich so richtig Lust jetzt von mir runtergeschlagen. Junge, laggen wir wegen dem Feuer. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, als wäre ich gerade gesetbackt worden aus dem Grund, weil es so hart gelaggt hat. Die brennen wirklich einfach die ganze scheiß Mitte ab. Das ist schon nice. Vor allen Dingen habe ich gerade einfach 39 FPS durch die Flammen. Und das mit meinem PC, das ist schon ein bisschen peinlich. Oh Junge. Was tut der bitte? Oh, Junge. Ah, nice try von dem Typen gewesen. Er hätte mich auch wirklich fast getötet. War leider nur fast. Wir könnten eigentlich Autopod anmachen und dann nie wieder sterben, aber... Ach was, das wäre zu einfach. Der letzte ist da hinten. Wir gucken mal, wie wir da hinkommen werden. Ich mache auch dann wieder einen Schnitt, weil ich auch schon wieder Blöcke brauche und keine ab. Also, ich habe den Typen tatsächlich jetzt dazu bekommen, sich in die Mitte zu bauen. Weil ich halt einfach simpel keine Blöcke mehr habe. Jetzt ist er hier. Ich platziere den mal freundlicherweise hier ein bisschen Cobweb, damit der hier runterkommen kann. Weil ich so eine unglaublich freundliche Person bin. Und ich jetzt hoffe, dass er hier runterkommen will. Okay, er hat einfach keine Lust. Ich hatte keine Blöcke. Ich hatte mir gerade tatsächlich diese paar Cobblestones, die ich hier habe, gefarmt. Und das ist alles, was ich an Blöcken hatte. Und es hat einfach ewig lange gedauert. Der Typ musste sich selbst noch Blöcke farmen. Der Game Mode ist tatsächlich ein bisschen scheiße. Ja, egal. Ich hoffe, euch hat die Folge wie immer gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like und einen Kommentar da. Und klein ist dieses Mal natürlich nicht in der Beschreibung. Also doch, der Name schon. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Ich habe die ganze Folge auf einem Alt gespielt. Der kommt natürlich in die Beschreibung mit bisschen Free Alts. Und ja, dann bis morgen. Haut rein. Ciao.